Uhuhu, ja, hallo und fröhlich Nikolaustag. Boah, ich krieg gerade so einen leichten Nostalgieflash. Ja, ich habe mir gerade doch mal unschwer, könnt ihr erkennen. Ich möchte euch diesmal Command & Conquer Alarmstufe Rot vorstellen, und zwar die PlayStation 1-Version. Ganz wichtig, ne? Ihr könnt zwar sagen, du hast ja schon doch schon Let's Played und so, ne? Habt ihr ja auch nicht Unrecht, aber das hier, das war meine Kindheit. Ich habe so viele gottverdammte Stunden mit diesem Kackspiel zugebracht, ne? In meiner Kindheit, das glaubt ihr gar nicht. Also so vom Alter von 10 bis 12 bis 13 wahrscheinlich sogar. Ich habe so viel gespielt. Meine Fresse. Immer schön Geplänkel gemacht. Ich habe es gerade nur auf leicht gestellt, auf Turbo. Weil ich würde gerne eine komplette Mission einmal spielen. Und ja, die PlayStation 1-Version von Alarmstufe Rot, das war eins meiner, oder unserer, muss ich ja dazu sagen, ersten PlayStation 1-Spiele damals gewesen. Ich habe gerade, wie gesagt, nochmal das Intro reingeballert und meine Fresse. Boah, ich fühle mich direkt 20 Jahre jünger, ne? Der Hammer. Nee, richtig geiles Spiel. Damals, Dune 2 habe ich ja damals gezockt gehabt. Und das war halt für mich dann einfach hier die Offenbarung schlechthin, ne? Einfach ein so schnelles Strategiespiel kannte ich damals nicht, wo man mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen konnte und die man überall zusammen hinschicken konnte. Das war echt der Shit für mich. Dazu noch die geile Mucke. Ne, die Story, die ich eigentlich auch ganz geil finde. Die geilen Einheiten. Die Unterschiede zwischen Alliierte und Sowjets, ne? Dass sie auch so wirklich krass unterschiedlich waren, während bei Dune ja immer nur ein paar Einheiten unterschiedlich waren. Also das Spiel habe ich damals komplett weggeballert, ne? Mental. Aber okay, genug gelabert jetzt erstmal fürs Intro. Oh, da muss ich direkt aufstoßen. Ich will eigentlich nur ein kleines. Ups. Ups, nein, hör auf. Ach, genau, und die Ladepausen. Überbrückung. Mit den Fade-Ins, Fade-Outs von den Schriften. Ich habe das Spiel tatsächlich auch schon mal in dem Video behandelt gehabt. Guckt euch die Auflösung an. Jetzt, pst. Rechtsführung beendet. Und dieser schlechte Sound. Oh, ist das geil. Oh, ich glaube, ich brauche jetzt gerade eine neue Hose. Nee, ich wollte eigentlich, Ah, man landet direkt hier. Alter, ich krieg's nicht geschissen. Ich habe schon wieder X gedrückt. Ich will eigentlich eine mega kleine Karte aussuchen. Ne? Damit ich direkt einfach ein paar Panzer bauen kann. Die kaputt flashen kann, aber ich muss von dem Spiel nicht mehr viel zeigen. Dieses Türchen ist eigentlich nur für mich. Ihr kennt alle Command & Conquer, die es kennen zumindest, die kennen es auswendig. Die es nicht kennen, die finden es langweilig. Im Endeffekt, der Einzige, der jetzt hier am heutigen Tag Spaß hat, das bin wohl ich jetzt, denke ich mal, ne? So, vor allem, wenn ich so geil bin wie jetzt. So, ruhig. Ja, guck mal, so eine kleine Karte, perfekt. Ich will rot sein. Einheiten, Maul direkt 12. Textstufe 10 ist okay. KI-Spieler 1. Stützpunkt, hab, hieb, hab, du bist okay. So können wir das machen. Das passt. Nee, ich habe das ja auch schon mal, die PlayStation 1-Version in einem Video mal vorgestellt. Das war, glaube ich, irgendwie ein Bonuspart zu Alarmstufe Rot, den ich, glaube ich, damals gemacht habe. Als ich damals das Let's Play gemacht habe. Ist aber schon ein paar Jährchen her. So, ah, oh, ist das Ja, geil. Sir, So, in okay, wo bin ich? Ich bin unten rechts. Ordnung. In Ordnung. Alter, es läuft sogar mit 60 Frames am Anfang In zumindest, Ordnung. noch bevor zu viele Einheiten da sind. So, ich brauche mal ganz In dringend Ordnung. ein bisschen. Wird Alter, gebaut. die Steuerung, die klappt auch so gut, ne? Das ist sowas von In auf Ordnung. Konsole ausgelegt, ne? Also, das haben die echt gut gemacht, das kann ich ja noch sagen. Ich brauche Erz. Oh, das sind Diamanten. Wird gebaut. Oh, direkt. Ach Quatsch, was mache ich da? Wird gebaut. Ach was? Wo sind die denn eingezäunt? Wie doof oder was? Oh, hier Platz hier. Auf das Dingen. Da, so. Ich bin auch gerade auf vollster Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich nicht sehr klug. Aber ist uninteressant. So. Ich brauche auf jeden Fall trotzdem mehr Erz. Das macht keinen. Das ändert nichts an der Tatsache, ne? Das Problem ist auch. Ups. Problem ist halt, ne? Die Diamanten wachsen natürlich nicht nach. Das ist wirklich so eine kleine Karte. Oh mein Gott. Ist die süß. Nicht der süß wahrscheinlich unten links. Ich werde auf jeden Fall erstmal schön lecker die Diamanten bewachen. Das ist klar. Weil ich brauche die Rohstoffe. So. Direkt dich erstmal fertig machen. Oh, das ist geil. Boah, das macht so Bock. Ich habe auch vor ein paar Jährchen. Hatte ich ja nochmal Alarmstufe Rot Gegenschlag, wo bemerkt, gezockt gehabt. Ey, das hat auch so einen Fun gemacht, ne? Also, ich habe es wirklich durchgezockt. Auf Konsole. Ich kann während der Mission nicht speichern, ne? Ich hab's einfach mal so durchgeballert. Es hat so einen Spaß gemacht, das Spiel, ne? Mit den Ameisenmissionen und alles. War schon geil, doch. So. Ja, können wir erstmal so ein Gerät bauen. Dann bauen wir nochmal eine zweite Raffinerie, verticken die dann direkt wieder. Wobei ich brauche die Kapazitäten, fällt mir gerade ein.
Ich schätze mal, wenn ihr euch hier hinstellt, müsste das eigentlich okay sein. Dann brauchen wir noch ein bisschen was für die Basis. Ist halt ein klassisches Strategiespiel, ne? Für die, die ich noch was erzählen sollte. Ich kann ja noch nicht erkennen, was das jetzt für... Es sind... Okay, ich kämpfe auch gegen Sowjets. Habe ich schon mal verstanden. Ey! Nein! Überfahrt sie! Oh, scheiße. Jetzt geht der Shit ab. Ich brauche ein bisschen Einheit. Die sind wichtig. Erstmal die V2s kaputt machen. So, weg damit. Das ist erstmal uninteressant. Fuck, ich habe verloren. Ich habe sowas von verloren. Schalalalalala. Ja, vielleicht, wenn ich gut bin, kriege ich nochmal eben schnell eine Tesserspule hingeballert. Nee. Das war nicht so gut von mir. Ja, die haben schon... Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben irgendwie... waren schneller als ich. Ah, da ist die Kiste. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Komm, töte erstmal den Panzer. Erstmal das dicke Ding. Eieieiei. Direkt noch eine bauen. Mach das dicke Ding noch kaputt. Bitte, bevor du stirbst. Ja. Ich glaube, ich kann mich vielleicht sogar fangen. Oh, scheiße, kommt noch mehr. Fuck. Töte es. Ich brauche euch. Nein, 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 nein. Ihr sterbt mir bloß nicht weg. Nein. Was war das? Ein V2-Werfer, der da geschossen hat? Oder warum ist das Ding kaputt gegangen? So. Okay, ich brauche ja auch noch. Okay. Okay, sieht jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus. Also nicht so verkehrt. War schon mal besser, gebe ich zu. Also habe ich eigentlich auch ganz gut die, das Erzfeld bewacht. So. War eine knappe Geschichte, ne? Aber... Oh, scheiße. Da kommt ja immer mehr. Ja! So! Rohstoffe weg. Ach was? Was ist da passiert? Warum ist das Ding kaputt? Wärst du so freundlich? Dankeschön. So. Geht doch. So, jetzt müssen wir ein bisschen Mobilität wieder einen Tag legen. Sprich, ich brauche Panzer. So. Ja, ich weiß gar nicht, wie sich der Schwierigkeitsgrad unterscheidet untereinander. Muss ich dazu sagen. Ob sie jetzt einfach nur darin äußert, dass die Sachen günstiger sind? Weiß ich nicht. Und wenn wir sie jetzt hier hingeklatscht haben, machen wir so. Dann bauen wir jetzt hier erstmal eine zweiten Sammler. Besser ist das. Und hier, sollen wir ein bisschen Infanterie brauchen? Brauchen wir eigentlich nicht. Aber ein Radar. Nee, es frisst nur Ressourcen. Wir benötigen Silos. Ja, ja. Okay. Fuck, ich komme leider da unten nicht mehr dran. An die Arschkekse. Ach, was? Ist das so? Wir brauchen auch einfach nur... Ah, warte mal. Wenn ich ein Radar baue, dann kann ich nämlich schön lecker... Hihi. Kann ich nämlich Mammutpanzer bauen. Also nicht nur mit dem Radar, aber... Mit dem, was daraus folgt. So, und jetzt werden sie wieder wach da unten bestimmt. Dann ziehe ich die zurück. Wie sieht's aus? Okay, hier unten ist erstmal die Luft rein. Sauber, die kommen von beiden Seiten. Das ist echt gut. Okay, drei Panzer. Oh, ich will... Fuck, jetzt haben die Kiste bekommen. Hier gibt's dann immer so random Kisten. Das habt ihr vielleicht gerade gesehen. Okay, wir ziehen dich zurück. Ist okay. Ah ja, okay. Ich habe jetzt gerade so richtig viel Geld verballert. Muss ich leider sagen. Also gehen wir zurück in die Basis. Den Rest machen die Tesla-Spulen. Siehste? Sag ich doch. So gehört sich das. So. Forschungszentrum. Und jetzt wird's spaßig. Denn... Hahaha.
Erntet ihr jetzt hier da hinten oder habt ihr jetzt einfach arbeitslos? Wo sind meine Sammler hin? Hallo? Die gerade aufgefressen oder so? Ach, guck mal da oben, habe ich ja gar nicht gesehen. So, okay, wir glaube ich ein kurzes Gastspiel. Wir sind gleich, glaube ich, schon vielleicht sogar fertig, wenn wir es jetzt schaffen, genug Power aufzubringen. Da bin ich eigentlich erstmal zuversichtlich. Am besten, wenn die mich gerade versuchen anzugreifen. Mal kurz checken. Was können wir jetzt noch bauen? Atom-Dings können wir bauen, also Raketensilo. Flugfeld brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Infanterie brauchen wir auch nicht. Ach, dann wird mit Mammuts reichen. Einfach damit es ein bisschen schneller geht, brauche ich nochmal so ein Gerät hier. Da habe ich nämlich die doppelte Produktionsgeschwindigkeit. Was ganz geil ist. Kostet es natürlich oder doppelt an Geld, also beziehungsweise es geht doppelt so schnell weg. Aber ist ja egal, ne? Wenn man Krieg macht, dann muss man auch investieren können. So. Zack. Und Energie wäre ich. Nee, noch nicht. Schau mal, wie schnell das geht. Oh mein Gott. Ich muss nur ein bisschen auf die Tesserspulen von denen aufpassen wahrscheinlich. So, vor zwei Raketen können wir auch nochmal zwei Stück bauen. Warum nicht? Ich frisst ja kein Brot. Oh, die ist wirklich schnell. Alter Vater. So, dann bauen wir nochmal so ein Gerät. Und da müssen wir eigentlich gut gewappnet sein. Aber warte, ich kann mal was testen. Kreis X, Kreis, Kreis X. Ach, scheiße. Geht leider nicht. Ich dachte, ich könnte die Cheats noch, die alten Cheats. Aber warte. Auch nicht. Verflucht. Ich kannte früher alle Cheats, also das ist eigentlich eine Gruppierung. Und das, eine bestimmte Reihenfolge der Gruppierung, das war früher eigentlich immer irgendein Cheat für eine Instant-Atombombe oder 1000 Credits oder so. Und ich kannte die früher alle auswendig. Alle, die nützlich waren, kannte ich auswendig. So. Ach, die haben keine Kohle mehr, glaube ich. Deswegen greifen sie mich auch nicht mehr an. Geh down! Ja, da fallen sie, da fallen sie. Gut, zugegebenermaßen, das war jetzt auch einfach. Das war auch ziemlich knapp zwischenzeitlich. Bin hier fast abgekackt. Aber einfach nicht aufgeben. Keine Müdigkeit vorschützen. Ja, wir haben einfach theoretisch auch bauen können. Macht aber keinen Sinn, weil die Tesla-Spiele, die haben einfach eine brutale Reichweite. Ja, okay. Danach werde ich mich jetzt erstmal um die Produktionsanlagen von denen kümmern. So, hau ab. So, jetzt sind sie machtlos. Ne, sind sie nicht. Die haben auch eine Waffenfabrik. Scheiße. Ach, sogar der Hund, der geht mir auf den Sack. Meine Gott. Oh, das ist noch ein Panzer. Gut getarnt. Oh, die Mammutpanzer sind so geil. So brutal. Ob sie auch Geld fürs Reparieren haben, ne? Und das letzte Gebäude, vielleicht. Und? Jawohl. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Welch bravouröser Sieg. Oder so ähnlich. Okay, so bravourös war die jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist direkt das Spiel abgestürzt. Oh, und die Missions-Debriefings. Stimmt, da kommt jetzt ja auch noch was. Nämlich der schöne... Genau. Der Zusammenfassungsbildschirm. Oh, ist das schön. Angeblich soll ich eine halbe Stunde gebraucht haben. Habe ich aber nicht. Nee, schön. Oder auch nicht. Ist noch jemand von euch da? Nee, ich finde es halt richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich werde euch jetzt hier im Anschluss nochmal das Intro ranschneiden. Einfach nur, weil ich es kann. Ne? Ich liebe das Spiel einfach, ne? Also vor allem auch die PlayStation 1 Version. Ich werde für mich wahrscheinlich sowieso, ich weiß nicht, ob ich das Basisspiel nochmal spielen werde, aber auf jeden Fall Gegenschlag werde ich nochmal mit beiden Parteien für mich durchzocken. Das hat damals so Spaß gemacht vor 3-4 Jahren, als ich das gezockt habe. Es ist einfach immer noch geil. Es ist gut gealtert, es ist nicht hässlich. Es ist natürlich relativ simpel vom Gameplay her, dass man einfach nur viele Einheiten bauen muss, ein bisschen starke Einheiten. Man kann die Basis niederrennen, aber es ist auch echt unglaublich befriedigend irgendwie. Keine Ahnung. Ich mag es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wünsche noch einen schönen Nikolaustag. Ja, und dann sehen wir uns ja vielleicht morgen beim 7. Türchen wieder. Also, bis dahin. Tschüss, tschüss. Hören Sie auf, damit rumzuspielen. Ich muss sie nur noch richtig scharf stellen. Geben Sie mir endlich die Berechnungen für die Sequenzwandler. Sofort! Hier, die sind schon überprüft.
Ob es da wohl regnet? Achtung, bereithalten. Und? Haben Sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere, Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen.